Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banoki Daily, das Angeberwissen für den Angeber par excellence. Und damit ihr auch in diese Stufe des Angebens hineinwachsen könnt, haben wir hier zwei wunderbare Angeberprofis, nämlich den Sascha. Ja, Angebermeister mittlerweile. Und sein bescheidener Lehrer, der Brüher. Hallo. Du bist mein Padawan, Kollege. Wenn das Lehrer heißt, meinetwegen. Ja, ja, so, genau. Wer hat denn heute Geburtstag, sag mal, an diesem wunderschönen Tag? Chuck Palahniuk, Papa, Chuck, was heißt er? Chuck Palahniuk. Ich muss mir mal kurz das Gesicht waschen. Chuck Palahniuk. Ja. Was heißt er? How much wood der? Wood, Chuck, Chuck. Das, mach mal hier, Chuck Palahniuk. Ja. Guck mal, das ist Chuck Palahniuk. Was ist das für einer? Ja. Der hat Fight Club geschrieben. Ach was. Ja, also die erste Regel über den Fight Club, hau rein. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Der hat Fight Club geschrieben. Ja, der hat Fight Club geschrieben und ist 1962 geboren, am 21. Februar. Ja. Okay. Und was hat er noch gemacht? Der ist in Washington geboren. Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn du als Drehbuchautor in Hollywood ein Drehbuch verkaufst bzw. vorlegst und das Ding geht durch die Decke? Kann man da als Drehbuchautor richtig Katsching Asche machen? Oder? Kommt mit seine Verträge an, würde ich sagen. Auf meine Verträge kommt das an? Nee, auf die Verträge des Drehbuchautors natürlich. Ah, okay. Wenn er das Ding einmalig verkauft hat und keine prozentualen... Keine Santiemen. Dann hat er natürlich Pech gehabt. Dann hoffen wir für dich, lieber Chuck Palahniuk, dass du einen guten Vertrag abgeschlossen hast. Das hoffen wir wirklich inständig. Hast du noch was mitgebracht eigentlich? Ich habe auch noch was mitgebracht. Was denn? Ja, den Klatscher eben. Was ist denn dein Angeberwissen von heute? 1986 wurde der spanische Autokonzern Seat von VW übernommen. Hast du ein Bild zu? Ja, mache ich gleich. Aber ich will dich vorher fragen, ob du weißt, zu wem der VW-Konzern vorher gehört hat, beziehungsweise mit wem der VW-Konzern vorher gearbeitet hat. Porsche. Du weißt es nicht, aber du wirst es gleich wissen. Ich zeige dir jetzt nämlich ein Bild aus der Zeit. Hä? So sah der Seat früher aus und das ist ein Auto, das du fast auch mal gefahren hast. Es ist ein Fiat oder was? Ein Fiat Panda, ganz genau. Das ist im Grunde genommen ein Fiat Panda, nur halt für Seat, weil da Seat draufsteht. Das ist komplett der Fiat Panda, das aber einfach der, nur umgebrandet. Servigo. Ja, ich hatte mal einen Fiat Uno. Nee, kein Fiat, das war ein geiles Teil. Ja, das Fiat war Uno in Sperma-Weiß. Komplett. Mit einer pinken Leiste hinten dran. Stimmt. Ja. Und da ist immer das Fenster ist immer so runtergekreift. Ja, aber nur auf der Beifahrerseite. Bei 40 Grad draußen. Was ja okay ist. Wenn man so das Fenster irgendwie so betätigt mit diesem Hebel dann. Ne? Das Geile war, jedes Mal, wenn jemand bei Sascha eingestiegen ist, das Fenster diesen Knauf nur anfassen wollte, hat er geschrien, nein! Manchmal zu spät, und dann kling. Und dann musstest du das echt, dieses Scheißfenster musstest du so ganz langsam hochfrickeln. Und auf der Beifahrerseite musstest du es dann so festhalten. Ja, so bist du durch die Stadt gefahren. Die ganze Fahrt über. Total bescheuert. 40 Grad. Und früher, er hat gelacht. Früher gab es ja noch Tage mit 40 Grad. Aber keine Klimaanlage. Ja, aber merkt, wir kennen uns schon ein paar Tage. Ja, um Gottes Willen. Ja. Damals hatte ich noch keine Haare. Ja. So, was ist denn noch passiert am 21. Februar? Am 21. Februar hat der erste Präsident, Richard Nixon, der jemals, andersrum. Richard Nixon. Richard Nixon war der erste Präsident, der die Volksrepublik China besucht hat. Genau. Aschmann. Hier sieht man es, genau. Ah, ja, ja. War der erste US-Präsident, der die Volksrepublik China besucht hat. Achte bitte drauf, er hält nur ein Stäbchen, also so richtig also eingewiesen worden. Naja, vielleicht ist es auch nur... Nein, ich bin für die Idee, ja, okay, zu haben, dass er nur ein Stäbchen hat. Genau. Und das war mit einem Stäbchen. Das war am 21. Februar, also heute sozusagen, 1972. Bei diesem Bankett waren alle anderen nach einer halben Stunde satt. Er saß bis am nächsten Morgen da und hat Suppe. Die Suppe weiter ausgelöffelt mit dem einen Stäbchen. Ja. Ist ja geil. Der Nixon war ja halt auch schon heller, ne? Ja. Ja. Ja, das war der 21. Februar. Tada! Bei Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Und, haut raus! Spread the word! Er ist der Pujan, mein ehemaliger Kumpel. Was? Und, was war das denn? Cheerio, Miss Sophie. Ciao!